Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich einen kleinen Fehler begangen habe, der aber nicht weiter schlimm ist. Ich habe ja letzte Folge, habe ich ja glaube ich noch in den letzten paar Minuten irgendwie davon geredet, bla bla bla. Neue Aufnahmen, neues Aufnahmeprogramm, Mirules Action, nehme ich jetzt auch mal mit auf. Weil ich oft testen wollte und ich sehe, die Frames sind stabiler. Was mir auch aufgefallen ist, beim letzten Mal habe ich ja davon geredet, bla bla bla, dass die Aufnahmen irgendwie ein bisschen schlechter wirkten. Das lag an so einem Schlier. So, ja, das, ich habe jetzt plötzlich aufgehört, weil ich mache das jetzt immer so, keiner, ich hatte jetzt knappen, das habt ihr nicht gesehen, weil ich das rausschneiden werde. Ladebildschirm von 2 Minuten bis 3 Minuten etwa. Bei den ersten Aufnahmen, die ich hatte, wo ich dann einfach geredet habe und das aus Versehen nicht rausgeschnitten habe, ja, da hat sich Sony wie gestern zu Tode gerendert, da passierte nichts. Passiert einfach gar nichts. Und diese Stellen natürlich so finden, sind schwer. Jetzt mache ich das einfach mal, dass ich da nicht rede und dann schneide ich das großzügig raus, wie Schimmel an einem Käse. Was soll ich sagen? Ist jetzt kacke, ne? Egal. Ihr wisst, was ich meinen wollte. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für Sie. Aber im Moment habe ich nichts auf dem Radar. Bad? Haben Sie zuvor nicht eine Belohnung erwähnt? Nein. Ich hatte gesagt, dass Sie ein paar Vorräte bekommen würden. Und das meinte ich auch so. Das Anheuern von Söldnern ist am Außenposten verboten. Aber es könnten 1-2 Anforderungen verloren gehen und niemand würde es prüfen. Hier, bitte sehr, ganz unter uns. Was soll ich denn jetzt bekommen? Dienstgewehr. Karawanenspeisen. Und Reparatursatze. So eine Patrouille durch. Ja, doch Kronkorken, also doch Söldner. Das Dienstgewehr meine ich nicht gut, ne? 9 Schaden, ja, das ist, ja. Naja. Die Karawanenspeise war nicht gut, ne? Aber schwer, ja. Das heißt, wenn ich mal wieder irgendwann verhungert bin oder so. Okay, aber machen wir einfach mal weiter. Hier, da muss hier lang. Also, die Wüste lebt. Das Rathaus von Lipton für Ranger Ghost Auskundschaften. Aber ich habe schon jetzt das Gefühl, ich habe mehr vor, deutlich mehr vor. Ich hatte zumindest noch keinen einzigen Frame-Drop unter dem Programm. Mirrorless Action ist ein tolles Programm. Und jetzt hoffe ich, da ich jetzt mit 30 Bildern aufnehme, 30, quasi 30 Bildern rendern, 29,97 sind, glaube ich, nur für die Keyframes irgendwie. Okay, was ist da hinten los? So, na und keine Ahnung, okay, ich weiß auch nicht, weil auf jeden Fall. Und das Ding hat auch noch wie DX Theory 2 Ton oder mehr Tonspuren, aber 2 mindestens. Das ist wunderbar. Und ich kann eine Webcam integrieren, wenn ich wollte. Muss ich auch mal demnächst machen. Ich will ja 100 Memories noch aufnehmen. Ein Frame Skip. Schrecklich. Ja. Problem ist halt nur noch die, das mit Fallout selbst, aber da ich, ja, da es gibt so viele Lösungen und ich muss sie alle mal auswählen und alle bringen irgendwie nichts. Das macht ja nichts. Wir können ja auch immer wieder schneiden. Wirkt ja quasi schon professionell, ne? Also das ist jetzt gleich, ich meine, es wäre Nippen. Und den Rauch, den Rauch, den sehe ich auch. Nee. Ja gut, die Waffe geholzert lassen ist eher ein Fallout New Vegas, so eine Sache für sich, das ist, ja. Nicht immer von Vorteil. Okay.
Oh. 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 Nektar mitnehmen. Oh. Jetzt habe ich den Nektar mitgenommen. Warte. Ameise. Ah, schade. Was habe ich denn jetzt mitgenommen bei Hilfsmittel von Ameisen? Ameisenfleisch? Das ist kacke, das Ameisenfleisch, weiß ich. Mit dem Nektar kann man ja zumindest noch minimal irgendwie sowas anfangen. Aber mit dem Fleisch gar nichts. Oh, oh. Hallo? Danke. Was ist denn hier los? Revolution der Ameisen? Trick oder Trick? Alle haben so keinen Nektar, alles sind keine Frauen. Denke ich doch mal. Ja, ich verschwinde hier die Muni. Also was heißt ich verschwinde, sondern ich verbrauche hier die Muni, wäre vielleicht der passendere Begriff. Oh, mach doch nicht mal so lange Videos. So, jetzt ist Kopf ab. Geht doch. Ich weiß gar nicht, ach, die sind einfach nur 4 wert, das war's. Das war es. Jetzt frage ich mich gerade, was hatte ich noch für eine Alternative? Ich habe das Dienstgewehr dabei, okay. Ah ja, mit der panzerbrechenden Munition, okay. Im Notfall. Ne, also. Ist das wenigstens Heide, fällt mir gerade mal? Ja, nicht mal. Vielleicht sollte ich das... Schadenfeld, ja, ich nutze das mal. Diese Vögel finde ich toll, die werden mehrmals Freunde angezeigt auf der Karte, ist das gar nichts. Autowerkstatt Nipton Road. Was ist denn jetzt hier los? Was? Schakale, was? Ups. Hallo? Schieß doch mal! Was war das denn jetzt? Totalausfall oder was? Macht Spaß! Ja. Hilfe! Die ziehen schon ein bisschen. Buff out. Buff out, genau. Hier die Bockblumen könnte ich weiß, ne? Heile ich mich auch minimal mit. Oh, die schießen ja auch. Matt. Was? Na, reicht schon. Noch nicht. Scheinbar noch lebt ihr noch. Ja, noch lebt ihr noch. Ich hab echt tollen Satzbau. Na, reicht schon? Ja, nee, anscheinend ja nicht. Oh, hi. Anführerin der Schakale. Hi. Ich loote dich mal ganz kurz währenddessen noch, ne? Oh. Hammer Time. Lederrüstung. Ich weiß nicht, ob ich die reparieren kann mit meiner und dazu bringst du das nicht, die mitzunehmen. Ja. Hilfe. Hilfe. Von wo treffen die mich denn? Ach der. Macht Spaß. Ja. Oh, du auch. Dass der es immer nicht direkt beim ersten Mal aufnimmt, ne? Ist schrecklich. Oh, was haben wir denn da? Ja, mach ich mal kurz im Kampf, ne? Splittergranaten. Ich nehme mal doch ein Stimpack. Hi. Yeah. Ich habe immer Wett noch einen Anführer.
Oder ist das so wie Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin, dass es immer nur einen weiblichen und einen männlichen Hauptcharakter geben kann? Auch wenn das in Fällen wie Django Unchained mal richtig bescheuert zum Beispiel ist. Aber naja. Na, reicht schon. So, Gegengift, Lederrüstung, ja. Messer. Oh ne, die Nevada Agavenfrucht ist gleich gut. Cowboy-Repetierer. Ein Korken, ja, der ist nie schlecht. Die Frage ist. Ich nehme mal den. Könnte ich nicht auch einfach eine Waffe von denen nehmen? Obwohl, dann müsste ich. Das ist das Problem, dann müsste ich. 3, ja. Ich bin verkrüppelt, das ist ja wunderbar. Aha. Na toll. Ed. Toll. Schon? Ja. Okay, das funktioniert nicht wirklich gut. B. Messer, Wettstein. Oh, Weatherway, das war's. Mensch, was ist denn hier los? Vor allem die Frage, wer sind diese Schakale? So. Meine Güte. Unfassbar. Was ist denn jetzt verkrüppelt? So. Mir geht's ja wunderbar. 30. Brauche ich nicht. Das will ich. 50. Das lohnt sich also nicht. Habe ich Hunger? 38. Durst habe ich 97. Ist das wahrscheinlich noch so das Beste? Mensch. Was hier nicht alles auf dem Weg passiert. Unfassbar. Und was ist das denn für ein Sandsturm, bitteschön? Sieht aus wie so eine Art Hurricane, der sich da aufbaut. Nur, dass ein Hurricane hier über Land entsteht. Nie im Leben. Es ist nicht möglich. Wobei ich mich frage, was sieht schon schön aus. Was wäre mit einer fiktiven Landmasse? Ach, das ist das mit dem Rauch. Ah. In einer fiktiven Landmasse, wo extrem viele Seen sind. Das ist wirklich 50-50 Verhältnis, mindestens ob es da auch. Müsste aber ein passender Strom und alles. Nippen war übrigens, glaube ich, das. War das das Land mit? Ja, da gehe ich mal hin. War übrigens, glaube ich, auch die Stadt mit der ersten Lotterie überhaupt. Und darauf spielen sich hier ja auch an Jackpot Now Million. Das ist das. Die Stadt ist mit der ersten Lotterie. Was? Hilfe! Bad. Jawohl! Wer hat in der Lotterie gewonnen? Ich! Ich! Wie gut diese Luft riecht! Besser als der beste Schnaps! Oh Gott, geht's Ihnen gut? Soll das ein Witz sein? Mir ging's nie besser! Jawohl! Kommen Sie aus dieser Stadt dort drüben? Welche Lotterie? Was? Die Lotterie natürlich! Was für eine Frage! Die einzige Lotterie, die zählt!
Oh mein Gott, die Luft riecht traumhaft. Sind Sie Pulverbandit? Pulverbandit? Was? Ich meine, klar, früher mal. Aber jetzt nicht mehr. Die Pulverbande backt kleine Brötchen. Ich bin ein Lotteriegewinner. Ja, ich muss mich auf den Weg machen, ne? Tschüss. Ja, tschüss. Was fließt du und was ist da? Ein Nachtpirscher. Jetzt schon? Ich dachte, die kommen erst im späteren Verlauf des Spiels. Matt. Medizin schon, ne? Wie man sieht. Was bringt der F3? Oh, achso. Hallo? Wie gesagt, diese Dinger sind eigentlich eher im späteren Verlauf des Spiels angesiedelt. Also das ist jetzt übrigens nicht normal. Neptun. Matt? Ja, danke. Ich gehe jetzt mal hier rein. Gemischtwarenladen von Neptun. Hallöchen. Gibt's hier eigentlich irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Hallöchen, Boxchaos. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Fallout New Vegas. Erst man meine Beine, dann taucht auch noch der Schrecken der Pulverbanditen höchstpersönlich auf. Was haben sie bloß gegen uns? Wenn sie mich verdammt nochmal tot sehen wollen, dann geben sie mir 15 Medics und ich setze mir den goldenen Schuss, ja? Scheiße auch! Matt? Warum sind sie noch hier? Keine Ahnung, mir gefällt's hier einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Ach, nett. Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Klar, ich habe keine Medics für Sie. Quatsch! Sie wollen bloß alles für sich behalten. Wie haben Sie überlebt? Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor Ihnen steht der Zweitplatzierte der Nippenlotterie. Dieses Arschloch Swernick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Ja, erzählen Sie mir von der Lotterie. Wir kamen nicht unbedingt nach Nippen, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft. Wann und wie ist Ihr Plan schiefgegangen? Wir waren gerade in Position gegangen, als wir plötzlich von diesen verdammten Legion-Freaks umzingelt waren. Sie schleppten uns und alle anderen in die Stadtmitte. Dann ließ sich das Arschloch mit dem Hund auf dem Kopf darüber aus, wie böse wir doch wären. Mhm. Er sagte, wir müssten für unsere Taten bestraft werden, wenngleich nicht alle von uns. Und dann bekam jeder sein verdammtes Lotterielos. Und was passiert, nachdem jeder sein Lotterielos bekam? Was glauben Sie denn? Er begann, die Lose zu ziehen und die Bestrafung festzulegen. Zuerst kamen die glücklichen Verlierer dran. Sie wurden geköpft. Darum wohl auch glücklich, denn das ist recht schnell vorbei. Dann kamen die Kreuzigungen. Und die dauerten und dauerten. Die Drittplatzierten wurden versklavt. Mir hat man die Beine gebrochen und der Erstplatzierte durfte gehen. Oh. Was ist mit dem Bürgermeister passiert? Als sein Los an die Reihe kam, hat man ihn auf einem Reifenstapel lebendig verbrannt. Ja. Ist das nur ungesundes schwarzer Rauch, ja. Nur ungesund. Sie erwähnten, dass einige der Leute versklavt wurden. Ja. Eine Gruppe dieser Legion-Säcke hat sie sofort weggebracht. Sie wurden nach Osten gebracht, falls sie Heldenmut verspüren. Ja, klar. Ich werde tun, was ich kann, um sie zu retten. Tun Sie nicht so, als würden Sie mir einen Gefallen tun. Mir ist das scheißegal. Ja, was ist in dieser Stadt passiert? Passiert? Die Legion ist passiert. Oder wie sieht die Kacke sonst aus? Na, braun, ne? Sprechen wir über was anderes. Und über was? Gott und die Welt, ne? Zum Beispiel, dass ich gehe. Bis später. Ja, schon.
Was gibt's denn noch? Registrierkasse, schade, ich dachte, da wäre die Vertreterwoche. Noch ein paar leere Sans de Puellas. Ein Kühlschrank. So ein, den ich gerne auch zu Hause hätte. Ein Schloss. Ach, da geht's auch nach oben. Ich war hier, glaube ich, noch nie. Ein Ofen. Oder in der Gecko-Steak war gut, glaube ich, ne? 105, ja, genau. Medizinisches Klemmbrett. Ein Safe. Naja, besser als gar nichts. Korken. Von Kriegsgeld. Bett. Ein Bett. 4 Uhr morgens. Ja, ich könnte mal 2 Stunden schlafen, fällt mir mal so auf. Geht's mir dann nicht wieder gut? Irgendwie ist das dann nicht so. Naja, auf jeden Fall. Guten Morgen, Boxcast. Immer noch nicht weg? Mensch, dann mache ich einen Cut. Würde ich sagen, ne? Bis dann. Tschüss.